Jo, okay. Willkommen zum letzten Part vom Super Smash Bros. Stream. Ich habe den Stream jetzt nicht besonders angekündigt, eigentlich überhaupt nicht. Rechne auch gar nicht mit Zuschauern, jetzt um ehrlich zu sein. Ich habe das jetzt nur gemacht, um das Spiel endgültig abzuschließen, die letzten paar Dash-Dances zu machen und dann sind wir durch. So, ich habe recherchiert, meine Streams nochmal. Die ganzen Verläufe nochmal durchgeguckt. So, nochmal zur Erinnerung: Das Ziel ist es ja, ich muss 1000 Münzen insgesamt im Spielverlauf gesammelt haben. So, und es wird ja auch nirgendwo angezeigt, wie viel man hat. Aber ich habe halt die Streams durchgeguckt, wie viel ich ausgegeben habe, und ich habe etwa 860. 861 habe ich gezählt. Habe ich insgesamt gesammelt. Und dazu zählen nicht mal. Die Münzen, die ich durch Game Overs verloren habe, die habe ich nämlich jetzt. Ich meine, ich musste die Streams durchgucken und ich bin immer dahin gegangen, wo ich halt Münzen ausgegeben habe für dieses Trophy-Stand-Ding. So, das heißt, wahrscheinlich habe ich sogar mehr als 860 bis jetzt. So. Und da sind wir wieder. Für eine Runde hiervon, eine Runde Classic Mode, Adventure Mode, dieses Level hier, kriege ich im Durchschnitt 30 Münzen, wenn es gut läuft. Sagen wir 28, im Durchschnitt 28. Das heißt, um auf 1000 zu kommen, muss ich das hier jetzt, so habe ich geschätzt, und mathematisch sagt es das, fünfmal machen. Fünfmal mehr und dann haben wir es. Zumindest denke ich das. So, wird anstrengend, wird blöd, wird unspektakulär. Ich sitze jetzt einfach die Zeit ab und mache das. Einfach um ein für alle Mal Super Smash Bros. Melee durchzuhaben. So, wie gesagt, Stream ist nicht wirklich angekündigt. Es ist jetzt so eine schnelle, spontane Sache. Ist auch mehr so, damit es dann einfach auf YouTube auch dann zugänglich ist. Ich meine, da werden die Streams ja hochgeladen. Ist eigentlich mehr so dafür gemacht jetzt. So, ich erwarte nicht mal, dass irgendwann sich das überhaupt anguckt. Es geht echt eigentlich nur darum, so dass ich es habe. Und ich habe ja auch gesagt, dass egal was ich mache, jedes Smash Bros, was ich durchspiele, ich werde alles auf jeden Fall auf Video haben. Also ich werde jetzt nicht so sagen, ey, ich habe jetzt das und das offscreen gemacht. Das Einzige, was ich offscreen gemacht habe hier, war nachzugucken mit diesen Bonus-Dingern, was ich habe, was ich nicht habe. Und zum Beispiel so Sachen, also auch für Bonus-Dinger so, die zu üben, um die zu kriegen oder nicht, das habe ich auf einem separaten Spielstand gemacht, auf einem Emulator zum Beispiel. So, dieser 100% Spielstand wird wirklich nur benutzt, um also das auch wirklich im Livestream zu machen. Das ist goldene Regel. So, mir tut jetzt schon der Arm weh. Werden lustige 5 Runden. So. Jetzt zumindest so ein Ziel vor sich zu haben, zu wissen ungefähr, wann es zu Ende geht, gibt einem ein bisschen neue Motivation. Auf jeden Fall. Hoffen einfach, das bleibt dann auch so. Ja gut, mehr habe ich auch nichts zu sagen. Jetzt mache ich das einfach hier. Dann ist gut, sage ich mal. Ich meine, das ist wirklich das Blödeste, was man machen kann hier, um 100% zu erreichen. Nein, nicht das Blödeste, das ist ja sogar das Schlauste, weil ich am schnellsten rankomme. Aber 1000 Münzen sammeln, das ist einfach zu viel für so einen Spielstand. Weil das ist jetzt wirklich das Einzige, was einen auffällt, das Spiel durchzuspielen. Man hat schon alle Münzen, man braucht ja gar nicht so viele Münzen. Das habe ich aber schon mal im letzten Stream erwähnt. So, ich habe ja alle Münzen schon ausgegeben, die ich ausgeben muss für die Trophäen. Das heißt, jetzt gibt es gar keinen Grund, warum ich eigentlich noch mehr sammeln müsste, so. Das ist eigentlich das so was Sinnlose. So, mir war es echt wichtig jetzt so einfach das Spiel abzuschließen, durch zu sein. Damit wir nächstes Mal mit Brawl anfangen können, worauf ich mich schon sehr freue.
scheiß Arm tut so weh. Aber ich habe das Gefühl, heute mache ich die besten Dash-Dances, oder? Ich habe echt das Gefühl, ich bin besser als sonst. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich gerade echt den Stream angeschmissen habe, noch mit voller Armenergie hier reingegangen bin. Aber es tut schon scheiße weh, was ich hier mache. Also es geht richtig in den Arm rein. Ich muss irgendwie meinen Arm auf die Lehne drauf tun. Moment, ich muss mich umpositionieren. Ja, es ist schon besser jetzt. Arm auf der Armlehne. So, also sonst passiert hier nichts mehr, keine Sorge. Also, ihr dürft euch, also ihr müsst euch nicht böse, schlecht fühlen, meine ich, wenn ihr jetzt vorspult, bis zum Ergebnis tatsächlich. Ich würde es ja auch machen, nur ich muss es halt leider spielen. Einer muss. Also wenn ihr jetzt im Video guckt, falls jetzt jemand im Stream sein sollte, was ich gar nicht mal weiß, um ehrlich zu sein, dann, tja, setzt es mit mir gemeinsam aus. Okay. Echt 12 Sekunden gebraucht, um mich dran mal umzubringen. Das erstaunt mich schon. So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel ich vorher hatte an Münzen, wie viel ich jetzt habe. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt verdient habe mit diesem Lauf. So, wir können direkt weitermachen. Das war jetzt eine Runde. Und ich spekuliere mal, jetzt werden es noch 4. So, jetzt kommt noch erstmal der spaßige Part, nämlich dahin laufen, wo man zumindest ein bisschen Abwechslung drin hat. Zu der Anstelle. Oh, also der Ende schon wieder und oh, die Attacke finde ich so gut. So, okay, fangen wir an. Okay, nicht so. Warte, ich muss eine gute Technik finden. So, Arm muss auf jeden Fall angelehnt sein. Damit das nicht wehtut. Thank you.
so ein kleiner Blitz läuft, ist natürlich super. Versucht durchzuhalten, aber irgendwann gibt er auch nach schon. Nicht der. Ach Gott, ey, das stirbt auch nicht. Thank you.
Sup. Sup. Sup, bro. Wie viel hatte ich immer vorher? Hab ich vergessen, keine Ahnung. Ich wollte nicht den Hammer nehmen. Okay, nicht schlimm. So, und die Legende geht weiter. Ich glaube, das ist die dritte Runde, die wir was machen, oder? Ich kann auch den hier machen. Ach du Scheiße, davon kriegt man ja Kopfschmerzen. Boah, nein, das kann ich nicht. Nee, komm, wir müssen gar nicht weit rauszoomen. Das tut mir nicht gut. Ich glaube euch auch nicht. Ich wollte die Bombe nehmen und wegwerfen. Gut, dass ich das auch erledigt hat. Ich habe gerade echt einen verrückten Anfall. Wenn ich diesen Adventure Mode... Nein, ich hoffe, das ist nicht so. Wenn ich den Adventure Mode spielen würde, auf Very Hard statt auf Very Easy, und hier die ganze Zeit nur am Dash-Dancen wäre, würde ich dann mehr Münzen bekommen?
Weil generell kriegt man auf Hard, also Adventure und Classic Mode und so, wenn man auf schwierigeren Stufen spielt, ja mehr Münzen. Ich weiß nicht, ob das auch für sowas jetzt zählt. Ich hoffe nicht, weil dann habe ich sehr viel Zeit jetzt verschwendet. Und das würde mir jetzt erst ganz kurz vom Schluss auffallen. Gucken wir gleich. Machen wir mal gleich. Okay, ich gym mich mal hier hin. Und wir gucken gleich. Okay, 200. Ich hab's! Nice, jetzt schon! Oh, yes! Oh, yeah! Ich dachte, ich müsste ein, zwei Runden mehr machen. Okay, nice. Freunde, es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben die Tom Nook Trophäe. Wir haben keine weitere Benachrichtigung, dass wir das Spiel irgendwie in einer Form durchgespielt haben. Wir können den letzten Haken machen in dieser Checkliste für Melee. Wir können endlich diese Statistik hier, dieses Ding hier aktualisieren. Und wir haben 289 von 89. So, ob man jetzt auf Hard mehr verdient hätte, will ich besser gar nicht erst rausfinden. Das würde mich nur unnötig wütend machen. Also ich werde es jetzt nicht noch weiter ausprobieren. Ich bin hier durch. Ja, eine Sache muss ich eigentlich doch noch sagen. Eigentlich, wenn man es hart nimmt, gibt es in diesem Spiel 290 Trophäen. Das habe ich nur nie erwähnt. Es gibt noch eine mehr. Die kann ich aber nicht kriegen. Die kriegt man, das ist die Olimar-Trophäe, Captain Olimar. Und die erhält man, indem man einen Spielstand von Pikmin auf der Memory Card hat. Was ich aber nicht besitze. Deswegen habe ich die mal rausgenommen. Ich habe die noch nie besessen, keine Ahnung. Und sag mal, es ist so offiziell. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob ich eine Benachrichtigung kriegen würde, wenn ich die Trophäe bekommen würde. Aber es wird nicht passieren. Ich habe das Spiel nicht. Was soll ich machen? Deswegen ist es halt so, wie es jetzt ist. So, wir gehen nochmal in diese Dings. Nur um das zu zeigen. Trophies da. Wir haben 289 Stück. Tolle Sache, oder? Ja. Und das ist die Collection. Das wollte ich euch erst zeigen, wenn ich auch alle habe. So, tada. Der Tisch, wo alle Trophäen drauf sind.
Ist das schön. Direkt hinter meinem Super Nintendo, wo ich nicht weiß, welches Spiel da drin ist. Eine N64 mit Super Smash Bros. Drin, Game Boy, ganzen 2001 Konsolen. Ja. Oh, ich wollte eigentlich raus. So ein schönes Zimmer, muss man sagen. Sehr japanisch. Japanischer Stil, würde ich sagen, mit dem Holz. Ja, das sind die ganzen Trophäen. Das sind alles meine jetzt. Tolle Sache. Na gut, das war's dann. Ein für alle Mal. Da seht ihr 0%. Ich habe alle. War eine lange Reise, eine anstrengende Reise. Dass nach den ersten drei Streams mein Spielstand gelöscht wurde, war natürlich keine Hilfe. Aber dafür habe ich die anderen Dinger ziemlich schnell... Warte mal, was ist jetzt? Ja gut, in Parts kann man nicht zählen. Man muss ja eher so in der Zeit zählen. Ja, war eine wilde Reise. Und ich würde sagen, das war's. Der nächste Stream wird Super Smash Bros. Brawl sein. Und ich kann auch nicht sagen, wann es soweit ist, aber ich werde es auf jeden Fall ankündigen. Und ja, danke für euch, dass ihr mit durch die Zeit gegangen seid, die guten, die schlechten Zeiten. Und wir sind einen Schritt weiter. Ein Kapitel ist abgeschlossen, wir gehen ins nächste durch. Okay, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Ich glaube nicht. Okay, der Stream wird jetzt hier beendet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.